Gucken Sie einfach in Ihrer Bestellliste nach. Das wäre jetzt, oh, das war wieder ziemlich mies. Ich nehm's zurück. Aber mein Schnitzelmann müsste mich echt kennen. Ein Schnitzelmann. Ja, bei uns gibt's Schnitz. Bei uns kann man Schnitzel bestellen. Tatsächlich habe ich bei Schnitz auch schon öfter bestellt. Demetrius hat eine Nautilus-Muschel mir geschickt. Tue ich mal in die Fischtruhe mit hinten rein. So, ich probiere jetzt dem Goblin nochmal Gold zu schenken. Ben, ich bin wirklich froh, dass du ein Teil unserer Gemeinde geworden bist. Ich habe einen Scheck über 500G des Sterntower Agrarfonds beigelegt, um dir zu helfen, weiterhin gute Arbeit zu leisten. 500G kannst du behalten, die von Groschen. Ja. Das ist halt das, was die Leute hier so übrig haben. Wir sind halt hier der Großerzeuger. Wir sind Multimillionäre. Nee, das nicht. Wir haben nur 260.000. Ja, 250k, also wir sind ein Viertel Millionäre. Ich bestelle tatsächlich für mich auch hin und wieder mal beim Lieferdienst, einfach weil es gemütlich ist. Ich habe heute auch überlegt, ob ich mir beim Lieferdienst bestelle, und da habe ich mir gedacht, nee, du hast noch Suppe, die du machen kannst und Brot, dann machst du lieber das. Ich habe gestern war es bei mir auch eigentlich. Ich habe gestern zweimal diese Dosenfische da gegessen. Appel. Dosenfische? Naja, hier mit Tomatensoße und Eier und Senfsoße habe ich zwei Stück von gegessen. Ja, du isst die einfach so? Ja, mit Brot, ne? Ach so. Und du isst zwei Stück davon an einem Abend mit Brot? Holy shit. 23 Uhr. Ja, ich hab nebenbei Farming Simulator gespielt. Ich esse von so einer Dose wahrscheinlich 2 bis 3 Mal. Von einer Dose. Was ist denn für eine Dose eigentlich? Soll ich dir ein Bild reinstellen, Lumi? Damit du weißt, von was ich rede? Ich hab's nicht richtig verstanden. Das sind solche Dosen, wo solche Filetfisch drin ist mit Tomatensauce oder Ei und Senfsoße. Nee, die esse ich auch an einem Abend, wenn ich sie mal vom Foodsharing habe. Ja, ich nicht. Ich habe halt seit 2 davon gegessen. Ich esse nicht in einem Abend. Nee, tatsächlich, Chris, vorhin hatte ich ein bisschen Hunger und dann habe ich angefangen Sport zu machen. Und dann hatte ich irgendwie keinen Hunger. Was? Und dann habe ich gedacht, dann halte ich das schon irgendwie aus oder ich mache mir ein Brot oder so. Da hatte ich Hunger und da habe ich angefangen Sport zu machen. What? Ja, ist doch logisch. Ja, siehst du das nicht? Ich mag ehrlich gesagt nicht Sport zu machen, wenn ich gerade gegessen habe. Ja, ist auch richtig so. Wenn ich Hunger habe, finde ich, läuft. Also, es darf jetzt nicht der absolute Mega-Kohlenhampf sein, dass man fast stirbt. Aber mit so ein bisschen. Also mit einem leeren Bauch Sport zu machen. Die prismatische Scheibe hatten wir tatsächlich schon abgegeben, anscheinend. Ja, dann kann ich mir ja doch noch was holen. Ich hab irgendwas in die Richtung in Erinnerung. Ich guck gleich nochmal nach. Die haben mir gar nicht abgegeben. Doch, die haben mir abgegeben. Ganz hinten. Und deine Puppe haben wir auch schon abgegeben. Oh. Oder? Nee. Toll, hier kann man nicht pflanzen. Ich guck nochmal. Nee, deine Puppe? Nee, der hat ja gerade gesagt, dass er nichts hat. Also haben wir die schon abgegeben. Komisch. Aber da stand halt noch Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen dran. Was kann ich denn da mit der Puppe machen? Kann ich mit der wahrscheinlich noch irgendwas anderes machen? Ich hab dieses Scheißfeld so konzipiert, dass es nicht aufgeht. Der Game Designer. Wir sollten vielleicht mal unsere Hühnersachen und sowas hier auf die rechte Seite packen, weil die brauchen ja gar nicht so viel Platz. Und dann kann man das Feld hier links hinpacken. Wobei es ist halt genau der gleiche Platz, glaube ich. Ich glaube, es nimmt sich nicht viel. Man könnte einfach das Hühnerzeug komplett. Wir bräuchten auch nochmal mehr Iridium, ne? Ja, wir haben doch irgendwie übelst viel Iridium. Wir haben irgendwie 15 Barren Iridium. Wir haben 8 Barren und alle 8 Barren habe ich verbraucht. Ja, wir hatten aber heute 13 schon mal und da ist noch Iridium zum Schmelzen. Iridium zum Schmelzen wäre halt gut, ja. Da sind wieder 5 in Macher. Sehr gut. Wenn es noch abzugeben wäre, steht der Gunther, kann dir mehr darüber sagen, aber das stand schon ein paar Mal bei mir da. Gunther kann dir mehr über irgendetwas sagen und dann konnte man es nicht mehr abgeben, weil Felix es schon abgegeben hatte. Deswegen ist er so ein bisschen irreführend tatsächlich. Und andererseits, manchmal stand es nicht da und dann konnte man es noch abgeben. Deswegen. Benni, du kannst ja mal gerne versuchen, die Statue da abzugeben, da behalte ich die, dann lege ich die nochmal kurz ins Dingens rein, dann versuchst du die mal abzugeben. Oder Lumi, steht bei dir wohl 3 Fragezeichen da? Ich bin am Rechnen. Die 3 Fragezeichen, das erinnert mich daran. Im MP wird das anscheinend nicht richtig synchronisiert, nee. Weiß nicht warum. Das erinnert mich gleich an meine nächste Challenge heute Abend, die 3 Fragezeichen. Ich habe noch jede Menge Artefakte, die ich schon irgendwie selber schon 5-mal gefunden habe, wo steht, Gunther kann dir mehr darüber sagen und ich kann es nicht mehr abgeben. Ich geh jetzt mal die Bücher durch, die hier noch drin liegen, Lesestunde. Das ist eine Sprache, die ich nicht lesen kann. Geil. Ich warte, dass die Iridium-Barren fertig sind, das hat ja überhaupt keinen Wert zu. Das dauert fast einen ganzen Tag. Ja, aber ich kann doch jetzt hier nicht mit Nicht-Iridium weiterarbeiten. Geh in die Mine.
Ja, mache ich auch. Ansonsten beschäftigt euch mal damit, was ihr dem Goblin geben würdet. Ich habe ihm jetzt Gold gegeben, das wollte er nicht. Nee. Ich habe ja, ach, da warst du vorhin da. Erze will er nie und Rüstung wollte er nie. Das habe ich schon soweit aufgelöst. Waffen waren wir aber, ja. Oh, warum fahre ich jetzt in die Wüste? Da wollte ich. Wir könnten den Monster kaufen, versuchen ihm zu geben. Gib ihm mal einen Fisch. Auf jeden Fall ist es ein Verbrauchsgüter. Ein Energietonikum können wir ihm auch geben. Könnt ihr probieren. Könnt ihr auch probieren. Ich komme wieder zurück. Habe etwas Merkwürdiges im Tunnel auf dem Weg aus Pelikan gefunden. Dort ist eine kleine Tür verborgen in der Dunkelheit, konnte sie aber nicht öffnen, Gunther. Du was? Nochmal. Wie in einem der Bücher steht, habe etwas Merkwürdiges im Tunnel auf dem Weg aus Pelikan gefunden. Dort ist eine kleine Tür verborgen in der Dunkelheit, die haben wir schon gemacht? Ja, das mit der Batterie. Das war doch die geheime Notiz, die wir da gekriegt haben. Nee, das war die Tür, wo du die Batterie rein tun musstest. Das war die Notiz, die wir bekommen hatten, die geheime Notiz. Ach, wir wollten übrigens auch Dingens noch hier die Sachen zusammen schenken. Ja, wolltet ihr auch noch machen. Aber kümmere dich erstmal um den Goblin, das ist nämlich eine ganz schöne große. Du willst es jetzt anfangen, gell? Du willst es jetzt anfangen? Naja. Studie über Diamantenerträge. Also ich meine, wir können hier noch Jahre, aber. Leitfaden für Braumeister. Ich weiß es ja jetzt, aber selbst wenn ich es nicht gewusst hätte, wäre ich so vorgegangen, ich hätte mir alles aufgeschrieben, was ich schon probiert hätte, weil sonst probierst du manches doppelt. Ich habe ja schon so viel probiert. Hey Missy. Ja, es gibt aber so viel, was man probieren könnte. Könnt ja einen Tipp geben. Sag mal, was für ein Spiel spielt ihr, Flower Grower? So stehe ich das mit der Milch erst. Ich bin ja eine Kuh und kein Pferd. Was? Das heißt, du musst mich immer melken? Wenn ich unter unserer Sonnenstrand überlebe, das würde erklären, warum sie unter der Nacht sind. Okay. Ich habe noch irgendwas über Zwerge gefunden. Höhepunkt, das ist das Buch von Joba. Das nicht. Selbst Joba. Kann er uns nicht einfach sagen, was er mag? Das ist so arschig, ey. Hm? Was? Das soll uns doch einfach sagen, was er mag, der blöde Goblin. Ich könnte ihm nur eine uralte Frucht geben. Gib ihm halt eine. Oh ne, warte, ich hab eine dabei. Du musst doch nicht extra laufen, ich geb ihm eine. Gesagt. Nee, will er nicht. Ich könnte euch einen Tipp geben. Nee, sollst du aber nicht. Nicht mal. Du sollst nur ja oder nein sagen, wenn wir uns was einführen, was wir geben könnten. Okay. Okay, was soll wir machen, dass wir jetzt so, wir fragen das alles ab, sonst müssen wir nicht alles hintragen. So, dann frag also Felix. Mal. Frag mal. Mag er. Ich sag dir einfach ein paar Sachen und du sagst hinterher irgendwas in der Gruppe ist dabei oder nicht, sonst dauert das zu lange. Milch, Eier, Mayonnaise, Käse, Federn, Trüffeln. Moment mal, Goblins! Die Spezies, üblicherweise als Goblin bekannt, scheint aus den Wäldern aus fernen Nordosten gekommen zu sein, von weit hinter den Blaubruchhügeln. Charakterisiert durch ihre grüne Haut, helle rote Augen und einen beißenden Geruch, kann ein erstes Treffen mit einem Goblin furchterregend für den unerfahrenen Reisenden sein. Trotz ihrer beunruhigenden Erscheinung besitzen Goblins jedoch eine intellektuelle und emotionale Kapazität ähnlich derer der Menschen und haben kein Problem mit dem Erlernen unserer Bräuche und Sprachen. Die Goblins, die ich traf, waren überaus freundlich und entgegenkommend, sobald ich zeigte, dass ich nichts Böses vorhabe. Unglücklicherweise haben Jahrhunderte des Misstrauens und Misshandelns durch den Menschen viele Goblins dazu getrieben, sich in die Dienste von Hexen, Nekromanten, Hexenmeistern und anderen geschmacklosen Typen zu begeben. Die traditionelle Ernährung der Goblins besteht hauptsächlich aus Madenfleisch, typischerweise von den großen und saftigen Madentypen, die im Goblinwald heimisch sind. Zu besonderen Anlässen genehmigen sich Goblins einen Gegenstand, der sich Schattenmayonnaise nennt. Siehst du vielleicht die feinste Delikatesse? Ah, Schattenmayonnaise. Tada! Du hast ja gerade gefragt, habt Milch, Eier und bei Mayonnaise habt ihr Jein gesagt. Das habe ich nicht gehört. Du bist ein bisschen untergegangen bei dem ganzen Durchgefrage, aber ich habe es gefunden. Es war doch ein Buch in der Bibliothek. Ja, ist doch nice. Bei mir wurde es irgendwie nicht angezeigt, keine Ahnung, hab's zumindest nicht gesehen. Ja. Gut, ich bringe ihm eine Schattenmayonnaise. Treffen uns oben. Haben wir davor noch Zeit? Willst du es jetzt noch machen? 19 Uhr ist ja schon. Nee, wir machen das morgen, weil ich bin jetzt gerade auf dem Balkon. Da kannst du nochmal den kleinen nennen. Raucherlein. Die standen draußen und froren sich den Arsch ab. Ja. Ja. Not very amused. Ich finde das nicht in Ordnung. Du sollst auch eigentlich nicht mehr reden, wenn du draußen bist, tatsächlich. Wir kriegen nämlich auch mit, dass du nicht da bist.
Ich klapp das Ding hoch. Ich meine, diesmal war zwar die Qualität in Ordnung, aber trotzdem. Lässt sich noch ein paar Nudeln oder gehe ich schon zum Nachtisch übrig? Nachtisch. Nachtisch ist immer die richtige Antwort. Also richtiger Nachtisch ist es nicht, es sind Protein-Brownies. Nachtisch ist immer die richtige Antwort. Und hier sind schon wieder Steine in der falschen Truhe. Heieiei. Vor allen Dingen Nachtisch übrig. Über, nicht übrig. Nachtisch übrig gibt's bei mir nicht. Okay, dann hole ich mir jetzt noch was zu essen. Einziges Gerenne heute hier. Jeder Gang hält schlank. Mhm. Zum Nachttisch, jawohl. Aber die Toilette nehme ich gleich auf den Weg mit, dann muss ich nicht zweimal gehen. So sieht's aus. Too much information. Willst du nicht wissen, wenn dich eine Frau nackt auf die Toilette setzt? Doch, aber dann muss wenigstens eine Kamera installiert sein. Warum das denn? Für Programm? Das ergibt keinen Sinn. Außerdem wolltest du nicht reden, wenn du auf dem fucking Ding bist. Er stellt mir Fragen. Nee, du gehst dumme Kommentare ab. Too much information war ein blödes Kommentar von dir. Benny ist sauer. Sauer sieht anders aus. Das war nur wieder, du machst wieder Quatsch. Schattenmayonnaise habe ich auch. Felix, ich soll dir sagen, man redet nicht über das Programm. Dann liebe Grüße, ich bin zurück vom Balkon und zeig mir die Regel. Es war, glaube ich, eine Anspielung auf den Fight Club und weil es ja nur mit Einladung und so ist. Nee, aber das gibt's bei Programm auch, dass das irgendwelche Newbies sagen, dass man nicht über das Programm redet. Das ist total Quatsch. Um das mal klarzustellen. So. Oh, ich bin beim Schmied fast eingeschlafen. Wir haben 120 gewöhnliche Pilze, holy shit. Was? Ich verkaufe ja, mal. Für eine Quest. Ja, aber nicht 120. Ja, wie gesagt, mach so wie ich, heb 9 von allen auf, da hat jeder 3. Ich glaube, ich habe sogar mehr aufgehoben, ich habe 18 aufgehoben tatsächlich, aber nicht 120. Ja, das reicht ja auch. Da kann Lumi noch ein bisschen was backen. Ein bisschen noch die Schocke mitdrehen. Mann. Die Sortierung ist unter aller Sau. Weil's das bringt, Benny, weil's das bringt. Weil eine goldene Artischocke. Was? Wofür? Wir haben's halt. Was ist das Programm? Programm ist so eine Seite ähnlich wie 9gag, nur ein bisschen derber. Wo man nur auf Einladung halt reinkommt. Mittlerweile nur noch auf Einladung. Früher ist man auch so reingekommen oder übers IRC. Tatsächlich ist 9gag ja auch inzwischen eher ein Videoboard als ein Imageboard. Wie steht es eigentlich aktuell mit unserem Hartholz? Oh, wir haben 114 Hartholz, dann kann ich morgen vielleicht die Hartholzerweiterung noch machen. Von meinem Haus. Ja. Die hat auch 100, glaube ich, gekostet. Ach Gott, morgen ist schon Frühling, gell? Yep. Vielleicht regnet's ja. Regentotem, Lumi, Regentotem. Ich kann's doch nicht bauen, Ben, ich kann's doch aber nicht ich ja vielleicht. Ja, vielleicht möchtest du es mir ja bauen. Ja, vielleicht aber auch nicht. 48.000. Vielleicht bin ich auch Manuel Neuer. Vielleicht habe ich auch meine Telefonnummer für 1 Euro für dich, Numi. Was? Was sind das her? Ah, da kommt die Zwischensequenz. Papa ist zurück. Oder Opa? Opa, glaube ich. Warum habt ihr die und ich die nicht? Findest du? Meine liebste Enkelin. Es ist viele Jahre her, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Du warst noch ein kleines Mädchen, erinnerst du dich? Sieh an, wie weit du gekommen bist. Du magst mich vielleicht vergessen haben, aber ich war immer hier. Hör zu, mein Körper hat diese Welt verlassen, aber mein Herz wird immer im Sterntautal bleiben. Du bist jetzt schon seit 2 Jahren hier. Ich bin so stolz auf dich, mein Liebes. Du bist ein besserer Bauer, als ich es je war. Du hast unserer Familie eine große Ehre erwiesen.
Ich kann es spüren, mein Geist kann sich nun zur Ruhe betten. Habe meinen Segen. Die Zukunft von Friedenshof liegt jetzt in deiner Hand. Leb wohl. Tschüssi.